The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und schwungvoll in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 25. April. Happy Birthday, liebe Marseillaise. Vor 230 Jahren wurde die stolze Nationalhymne der Franzosen komponiert, aber im Pariser Élysée-Palast wird heute primär etwas anderes gefeiert und auch etwas anderes gespielt. Das ist die Europa-Hymne, die Emmanuel Macron zu seiner gemacht hat. Er hat sich mit seiner europäischen Gesinnung erneut gegen Marine Le Pen durchgesetzt und die Wiederwahl als Präsident geschafft. Große Erleichterung darüber in Brüssel, in Rom, in London und natürlich auch in Berlin. Die Front gegen Putin bleibt also geschlossen. Der Euro muss jetzt nicht abstürzen und noch nicht mal bröckeln. Und die anderen europäischen Populisten werden aus Frankreich keinen Rückenwind verspüren. Am Abend sagte ein sichtlich gerührter Macron Danke an die französischen Landsmänner und Landsfrauen in Paris und auch in den französischen Gebieten in Übersee. Merci. Merci. Merci, chers amis. Chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Verliererin Marine Le Pen, die schon mal 2012 angetreten war, da allerdings es nicht in die Stichwahl schaffte. Immerhin vor 5 Jahren war sie in der Stichwahl, jetzt wieder und wieder gescheitert. Sie meldete sich gestern Abend auch zu Wort für ihren erneuten Wahlverlust, relativ kämpferisch. Je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens. Sie sagte in ihrer Rede, dass sie trotz der Niederlage eine Hoffnung ausmache, dass die Politiker quasi den Denkzettel spüren würden und dass sie das Misstrauen großer Teile der Bevölkerung nicht mehr ignorieren könnten. Was heißt das Ganze für Frankreich, für Europa? Kann Macron die Nation versöhnen, in der gerade viele junge Leute mit seiner, mit Macrons Politik hadern? Das bespreche ich jetzt mit Pascal Thibault, Deutschland-Korrespondent von Radio France International. Er ist 1965 in Dijon geboren. Einen schönen guten Morgen, Pascal Thibault. Guten Morgen, bonjour. Macron hat gewonnen, wenn auch nicht ganz so wuchtig wie beim letzten Mal, als er mit 66% Abschnitt. Was hat das zu bedeuten? Also das bleibt trotzdem ein Sieg, weil in einem Land wie Frankreich, vor allem mit den Krisen, die Macron durchmachen musste, in einem Land, wo die letzten Präsidenten es gar nicht versucht haben, nochmal zu kandidieren, François Hollande 2017 oder abgewählt wurden, Nicolas Sarkozy, ist es schon eine Leistung, wieder gewählt zu werden. Marine Le Pen, das ist natürlich der unangenehme Beigeschmack, kann man sagen, dieser Wahl, hat ein besseres Ergebnis erzielt als vor 5 Jahren, etwas mehr als 40% gegenüber 34. Insofern bleibt diese starke rechtsextremistische Kraft sehr bedeutend. Wir werden sehen bei den Parlamentswahlen im Juni, wie sie sich schlägt, beziehungsweise ob man mit einer solchen bedeutenden Kraft bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2027 noch rechnen muss, wenn dieses Mal Macron nicht mehr antreten darf. Ich meine, die Medien haben Frau Le Pen immer wieder in eine Herausfordererrolle hineingeschrieben und eine Machtübernahme sogar auch für möglich gehalten. Jetzt ist sie mit deutlich unter 50% beim zweiten Mal bei einer solchen Präsidentschaftswahl gescheitert. Ist das nicht irgendwann auch das Aus einer solchen politischen Karriere?
Das kann man vermuten. An sich hat Marine Le Pen schon vor dieser Wahl angekündigt, dass sie nicht ein viertes Mal antreten wird. Wir werden sehen, ob sie dieses Versprechen einhält oder nicht. Auf jeden Fall hat sie gestern Abend schon eine kämpferische Rede gehalten und damit gedroht, sozusagen, dass man mit ihr und mit ihrer Partei für die Parlamentswahlen im Juni rechnen muss. Und ich glaube, von dem Ergebnis der Parlamentswahl im Juni wird möglicherweise davon abhängen, also ob sie weitermacht, ob manche sie vielleicht in der Partei langsam Richtung Ausgang schieben sozusagen, damit sie noch mehr Zeit hat für ihre beliebten Katzen. In Brüssel und auch in Berlin natürlich ist man erleichtert, weil man diese Wahl wertet als eine proeuropäische Stimmabgabe der Franzosen. Würden Sie dem zustimmen, dass hier auch Europa gesiegt hat? Ja, also das kann man so oder so interpretieren. Also natürlich hat ein Präsident gesiegt, der definitiv eine proeuropäische Haltung hat. Aber das ist nicht zwingend die Motivation der Wähler, die für Macron gewählt haben. Also man muss natürlich auch unterstreichen, dass viele Macron nicht für Macron gewählt haben, sondern eigentlich gegen Le Pen gewählt haben. Sie wollten Le Pen verhindern. Ob diese Leute alle so begeistert sind von Europa und die Ansichten zugunsten Europas des Präsidenten teilen, bleibt dahingestellt. Er hat sozusagen seine Kernklientel. Wir haben gesehen, ungefähr 28% beim ersten Wahlgang. Es gibt darüber hinaus noch mehr proeuropäische Kräfte mit Sicherheit. Aber die Europaskeptiker waren beim ersten Wahlgang eigentlich in der Mehrheit in Frankreich. Sie kennen auch die deutsche Politik. Da ist ja zunächst mal keine Bundestagswahl jetzt angesagt. Trotzdem wollen alle versuchen zu lernen von der Kampagne dieses nach wie vor aus deutscher Sicht sehr frischen und sehr europäischen und auch sehr modernen Kandidaten. Gibt es irgendwas aus dieser Wahlkampagne, wo Sie sagen, da sollten sich deutsche Politiker aber eine Scheibe von abschneiden? Ich würde sagen, wenn man meinen Vergleich anstellen sollte, ist mit Sicherheit die Art und Weise, wie Macron Politik macht, dass er auch Risiken eingeht. Man hat gesehen, auch bei der Außenpolitik, dass er Bruchlandungen erlitten hat, siehe den Schmusekurs mit Putin, sein Versuch, den Libanon zu retten, etc. etc. Aber er versucht halt nach dem Motto, einer muss das machen vielleicht oder zumindest es lohnt sich, sich einzusetzen. Und ich glaube, diese Risikobereitschaft ist in diesem sehr vorsichtigen Deutschland ein Manko. Koalitionen natürlich sind nicht unbedingt hierzulande förderlich, wenn man sich zuerst mit verschiedenen Partnern einigen muss, um einen klaren Kurs, wenn überhaupt, zu bestimmen. Also, wir lernen, mehr Risiko wagen kann sich auszahlen. Das ist eine Botschaft, die sich an Olaf Scholz richtet. Ich bedanke mich bei Pascal Thibault für diese Analyse des gestrigen Wahlabends. Sehr gerne. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Bestseller-Autorin Julie C. spricht mit ihrer Kollegin Nora Bossong. Demokratie lebt von konstruktiver Kritik. Ohne Kritik stirbt die Demokratie auch. Absolut. Aber das ist ja keine konstruktive Kritik mehr. Das ist eben eine Missachtung, die en vogue geworden ist. Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach schauen auf die wichtigsten Quartalszahlen und Börsenereignisse in dieser neuen Woche. Außerdem, wir sprechen über Elon Musk, der reich an Geld ist, aber offenbar an Bodenhaftung verloren hat. Und wir gratulieren dem Land Baden-Württemberg zum runden Geburtstag. Gestern ist von unserem The Pioneer Literatur-Podcast Edle Federn die dritte Folge veröffentlicht worden. Unter dem Motto Ein Gast, eine Stunde, ein Werk geht die aktuell erfolgreichste deutsche Gegenwartsautorin Julie C. zusammen mit einer Schriftstellerin oder einem Schriftstellerkollegen in den intensiven Austausch. Für diese Ausgabe war Nora Bossong zu Gast auf der Pioneer One, um mit Julie C. über ihr aktuelles Buch Die Geschmeidigen zu sprechen. Der Untertitel des Buches Die Geschmeidigen lautet Meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Es ist eine Diagnoseschrift des politischen Bewusstseins der Generation 40. Julie C. fasst das Buch wie folgt zusammen.
Nora Bossong fühlt in Die Geschmeidigen einer ganzen Generation den Puls. Jener der heute etwa 40-Jährigen, zu denen sie selbst gehört. Sie analysiert die Stärken und vor allem die Schwächen dieser Gruppe anhand der Frage nach dem politischen Bewusstsein. Tragen die 40-Jährigen überhaupt noch politisch gestalterische Kraft in sich oder sind sie in Wahrheit nur noch damit beschäftigt, die eigene Resignation zu verwalten? Durch einen Rückzug ins private Heim, in die Herausforderungen der Selbstoptimierung und in die Scheinempathie einer eskalierenden Social-Media-Öffentlichkeit. Die Geschmeidigen wird als Sachbuch beworben, aber man könnte es auch als einen autobiografischen Roman lesen, als eine Ich-Erzählung, die die Geschichte einer fundamentalen Enttäuschung erzählt. Die Enttäuschung einer Generation, die das Glück oder Pech hatte, ihren entscheidenden Sozialisierungsschub in den 90er Jahren zu erhalten, in jener Phase, als man sich für ein paar Jahre dem luxuriösen Irrtum erlaubte, die Welt sei gerade dabei, auf grundlegende Weise in Ordnung zu kommen. Julie C. und Nora Bossong kennen sich, sie blicken auf eine gemeinsame Vergangenheit zurück, denn beide haben in Leipzig am Literaturinstitut studiert. Für die Zuhörer, die gar nicht wissen, was das ist, sage ich mal schnell noch, dass das eine Schreibschule ist oder eine Schreibuniversität und auch die erste, die in Deutschland in dieser Form gegründet worden ist. Also man studiert dort kreatives Schreiben. Das war von Anfang an sehr umstritten, ob das überhaupt was bringt, ob das geht, ob das nicht anstößig ist. Ja, und ich glaube, alle, die da waren, haben das auch immer wieder in Frage gestellt und sich darüber Gedanken gemacht, ob das geht, kann man schreiben lernen. Gerade auch mit Blick auf so ein Buch wie dieses, was jetzt, glaube ich, von dem, was am Literaturinstitut gemacht wurde, erdenklich weit weg ist, diese Form von Literatur. Gibt es irgendwas, was du mitgenommen hast aus deinem Studium, was dir heute noch nützt? Oder würdest du sagen, das war eher eine Anti-Erfahrung? Ich habe da gelernt, wie ich es auf keinen Fall machen möchte. Oder also hast du da was auch Konstruktives mitgenommen? Ich habe bestimmt was Konstruktives mitgenommen. Wahrscheinlich überwiegt aber ein bisschen meine Anti-Haltung. Also ich habe, tolle Begegnungen mitgenommen, das auf jeden Fall. Ich habe einen genauen Blick auf Sprache mitgenommen, den ich sonst schon auch, also durch Lesen und durch stetige Texte, Arbeit schon auch entwickelt hätte, aber da war so ein bisschen wie so ein Beschleuniger in der Richtung. Man blickt eigentlich auf das abgesperrte amerikanische Konsulat, was direkt daneben ist und was, also ich habe 2001 angefangen, ich kam da an, als wirklich schon dieser ganze Weg. Da wurden so die ersten Panzersperren betoniert. Genau. Mhm. Und das heißt, eigentlich hat man wirklich die Weltgeschichte und das Weltgeschehen und die politische Lage direkt vor den Augen und dann sitzt man da und dreht sich dann doch ein bisschen sehr um sich selbst. Und ich hatte wirklich den Eindruck, die politische Autorenschaft war eigentlich verpönt in Deutschland, war tot. Seit Günter Grass war das zu Ende. Danach durfte das keiner mehr machen, sonst war es halt peinlich auch irgendwie. Also man musste sich eigentlich schämen dafür. Genau. Es hatte immer so dieses Verstaubte, irgendwie in den 70er Jahren hängen gebliebene. Man musste ja eigentlich quasi einen Schnurrbart tragen, damit der ganze Pfeifenrauch darin hängen bleiben kann. Ohne geht es ja nicht. Und das, was hier schon anklingt, nämlich dass das Politische in der Literatur nicht gern gesehen und auch nicht gern gelesen wird. Dass Nähe zu Politik und Politikern oft ein Problem von Schriftstellern, zumindest in unserem Land, zu sein scheint. Eine Haltung, der sich Julie C. und Nora Bossong wehrhaft entgegenstellen. Also ich merke es so in meinem Umfeld, also gar nicht in meinem näheren Umfeld, aber so Kollegenumfeld, Schriftstellerkollegen, die es in gewisser Weise überspitzt gesagt anstößig, schmutzig finden, dass ich mich niederlasse, mit sowas wie Tagespolitik mich zu beschäftigen. Dass ich tatsächlich mich mit Christian Lindner ins Auto setze und mit ihm über Politik rede. Und mit Katja Kipping und mit Lars Klingbeil. Also ich denke, Moment, woher kommt denn dieses Ressentiment? Woher kommt diese Geringschätzung? Und es geht dann, also man kann ja meinetwegen sagen, okay, ich bin überzeugter linken Wähler, deswegen finde ich die FDP schlimm. Also da kann man ja noch drüber diskutieren. Muss man alle schlimm finden? Ne? Genau, und dieses Ressentiment geht halt tiefer und es ist wirklich ein Schlechtmachen, ein Lustigmachen über Menschen, die in der Politik arbeiten und die haben einen verdammt harten Job. In einer Zeit, in der auch wirklich es Angriffe gegen Politiker und Politikerinnen gibt, ist es noch mal harter, aber auch ohne das ist es wirklich ein Job. Ich glaube, oder ich habe häufig den Verdacht, dass diejenigen, die sich dann so darüber echauffieren, wenn die einmal zwei Wochen
dieses Arbeitspensum hätten, dann würden die auch ein bisschen leiser reden und ein bisschen weniger hämisch sein. Und nicht nur wegen des Arbeitspensums, sondern weil mein Eindruck auch ist, dass Politikern generell häufig auch von aufgeklärten, intelligenten Leuten schlechte Motive unterstellt werden grundsätzlich, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das Menschen sind, die wirklich mit einem echten Anliegen in die Politik gekommen sind und da jahrelang für kämpfen und natürlich im Alltag des Politischen, anders als sozusagen das infantile Politikverständnis glaubt, man marschiert nicht mit dem, was man will, einfach durch, dreht zwei Räder, macht das und dann ist die Welt in Ordnung, sondern es ist ein zermürbender, aufreibender Prozess, wo manchmal auch wenig Sichtbares bei rauskommt. Das nennt man aber halt Demokratie, ja? Also dieses andere Verfahren, wo einer sagt, ich will das so und so und dann wird das gemacht, das nennt man halt eher Diktatur. Das sollte eigentlich jeder wissen, der darüber nachdenkt, aber ich glaube, das kommt manchmal nicht so richtig an und dann haben die das Gefühl, weil da so wenig Helden sind, ja, also so wenig Heldenfiguren in diesem Parteifunktionärs-Politiker-Milieu, das wären alles Menschen, denen geht es doch nur um Macht, als ob Macht grundsätzlich was Schlechtes wäre. Mhm. Ja, die braucht man ja nun mal, wenn man was bewegen will. Genau. Oder es ginge ums Geld, was nun definitiv nicht stimmt, weil die würden in anderen Jobs mehr verdienen. Oder keine Ahnung, um Eitelkeiten oder wie auch immer. Aber es wird ihnen immer unterstellt, dass sie eigentlich was Unlauteres wollen. Also das höre ich jedenfalls sehr oft. Und wenn dann mal eine echte Begegnung stattfindet, dann wundern die sich manchmal, dass vielleicht jemand wie Christian Lindner, der vielleicht immer das Feindbild war, doch auch gute Ideen und ein reelles Anliegen hat. Ne? Also dann ist das fast so wie ein Erstaunen, weil das Vorurteil ist echt von hier bis zum Horizont. Also als würde alles eigentlich von so einem zunehmenden Überdruss oder Verdruss erfasst. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob Demokratie ohne die Liebe des Volkes überhaupt existieren kann, weil die Idee ja schon ist, dass es von unten getragen wird und nicht von oben aufgestülpt. Also das steckt da auch drin in deinem Buch, oder? So ein Erschrecken darüber eigentlich. Ja, absolut. Und vor allen Dingen, also so sehr ich über rechtsradikale Angriffe auf die Demokratie auch erschrecke, aber da ist mir einfach klar, das ist ohnehin so, also das ist ganz weit weg von meiner Haltung, von meinem Umfeld, von meiner Meinung. Da muss man ganz klar dem entgegentreten. Aber wenn dann sozusagen, ich will jetzt überhaupt nicht diese Hufeisentheorie heranziehen, aber ich will nur darauf aufmerksam machen, dass von rechts und von links radikale Gefahren kommen. Ja, sozusagen. Und nicht nur radikale Gefahren, aber einfach diese Missachtung viel leiser, gar nicht der radikale Umsturz ist. Aber das ist so wie das Parlament, wenn man sich das wirklich eben als Gebäude vorstellt, dass so der Sand darunter so weggespült wird. Und dann ist es ganz einfach, wenn dann irgendwie ein rechtsrevolutionärer Sturm darauf läuft, dann kann es auch viel einfacher einknicken und zusammenstürzen. Und das macht mir wirklich Gedanken. Und ja, wie du es beschrieben hast, also keine wirkliche Wertschätzung mehr. Und die Demokratie lebt von konstruktiver Kritik. Ohne Kritik stirbt die Demokratie auch. Absolut. Aber das ist ja keine konstruktive Kritik mehr. Das ist eben eine Missachtung, die en vogue geworden ist. Und das finde ich sozusagen, das ist keine radikale Einzelmeinung, sondern es ist sehr viel Missverständnis auch über Prozesse des Parlamentarismus, also wo dann irgendwie so plebiszitäre Ansinnen und parlamentarische Strukturen vermischt werden und man sagt, ja, das läuft ja gar nicht so wie in der Schweiz. Und man denkt, ja, aber es ist halt auch irgendwie ein anderes System und so. Bisschen mehr Leute, bisschen andere Geschichte. Genau, exakt. Ich lade Sie herzlich ein, dem gesamten Gespräch zu folgen, dieser tiefgehenden Analyse des Demokratieverständnisses unserer Zeit. Prädikat, ich würde sagen, kämpferisch und zugleich erhellend. Die dritte Folge dieses Literaturpodcastes Edle Federn von und mit Juli C. finden Sie ab sofort auf thepioneer.de und natürlich auch in der Podcast-App. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, da schaut man in dieser Woche vor allem auf die Technologiefirmen. Warum das so ist? Ja, das weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Anne, in den nächsten Tagen werden ja vor allem die Tech-Unternehmen ihre Quartalszahlen veröffentlichen. Welche sind das? Ja, genau, Gabor. Da werden wir am Dienstag die Zahlen von Microsoft und dem Google-Mutterkonzern Alphabet bekommen. Mittwoch gibt's dann die Zahlen von Facebooks Meta
Und am Donnerstag gibt es dann noch Twitter, Amazon und Apple. Die Anleger blicken da mit gemischten Gefühlen auf die Woche. Bei Microsoft und Alphabet sind die Analysten recht optimistisch, glauben aber, dass egal wie die Zahlen ausfallen, dass sich das nicht so stark auf die Aktien auswirken wird. Bei Facebook glauben die Marktbeobachter, dass es eher schlechte Zahlen zu vermelden gibt. Und Twitter war ja zuletzt in den Fokus geraten, nachdem Tesla-Chef Elon Musk angekündigt hatte, das Unternehmen kaufen zu wollen. Wie es dem sozialen Netzwerk aber wirklich geht, werden jetzt wohl die Zahlen zeigen. Für Amazon erwarten die Analysten keine Überraschungen und bei Apple könnten die Lockdowns in China sich auf das Geschäft ausgewirkt haben. Wir können also auf jeden Fall gespannt sein. Vielen Dank, Anne, für diesen Überblick. Wir machen direkt weiter in Frankfurt am Main bei Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Auch bei dir an der Börse können wir ja in den nächsten Tagen mit, aufschlussreichen Zahlen rechnen. Welche, Annette, werden das sein? Nun, es wird eine spannende Börsenwoche. Der Freitag war ja tiefrot am Aktienmarkt und das hat nicht zuletzt damit etwas zu tun, dass die Zinsängste zurück sind und das gepaart mit Rezessionsängsten. Diese Woche heute bekommen wir den IFO-Index. Das wird spannend zu sehen, wie denn die Experten die weitere konjunkturelle Entwicklung sehen. Und natürlich genau diese Erwartungskomponente beim IFO-Index wird spannend sein, denn die Unsicherheiten sind ja momentan sehr groß. Wir bekommen aber auch Zahlen diese Woche von großen Unternehmen. Unter anderem legt Daimler die finalen Zahlen vor, aber auch die Deutsche Bank. Und das ist wieder mal ein, Höhepunkt vielleicht der Börsenwoche. Denn die Deutsche Bank hat ja in der letzten Zeit immer recht gute Zahlen vorgelegt. Und es wird wieder erwartet, dass das Deutsche Institut durchaus gut durch das erste Quartal gekommen sein könnte. Von konjunktureller Seite bekommen wir dann neue Inflationszahlen, erste Schätzung für den Monat April für Deutschland und dann am Freitag eine erste Schätzung, wie das BIP im ersten Quartal ausgefallen ist. Wie groß sind die Bremsspuren durch den Krieg, durch die Lieferkettenengpässe? All das wird also die Börsianer diese Woche in Deutschland, aber natürlich auch in Europa stark beschäftigen. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass Elon Musk, der Tesla-Gründer und Chef, ganz schön hochnäsig ist. Schon klar, als reichster Mann der Welt und visionärer Tesla-Chef und Weltraumpionier und Twitter-Superstar, da kann man schon mal einen Höhenflug bekommen. Er ist ja auch eine tolle Type, dieser Elon. Seine Fans jedenfalls jubeln bei jeder Präsentation von seinen neuen Erfindungen, wie hier beim elektrischen Cybertruck. Like 100 years, trucks have been basically the same. We want to try something different. So I present to you the Cybertruck. Trotz der Demut würde ihn schmücken, so wie der Heckspoiler den Ferrari schmückt. Worum geht's? Musk wollte Bill Gates treffen, den großen Microsoft-Milliardär, und die beiden wollten eigentlich sprechen über Philanthropie. Aber Elon Musk sagte ab, als er herausfand, dass Bill Gates Tesla-Aktien shortet, also auf fallende Kurse gesetzt hat. Musk sagte ab mit der Begründung, Zitat, ich kann Ihre Philanthropie zum Klimawandel nicht ernst nehmen. Wenn Sie eine massive Short-Position gegen Tesla haben, das Unternehmen, das am meisten zur Lösung des Klimawandels beiträgt. Zitat Ende. Das klingt beleidigt und auch reichlich abgehoben. Soll der Bill Gates doch shorten, was er will. Aber Musk ist ein Wiederholungstäter, muss man sagen, in Sachen Hochnäsigkeit. Schon mit dem chinesischen Multimilliardär und Alibaba-Gründer Jack Ma führte er ein in der Tonlage recht arrogantes Gespräch. Ja, Jack Ma redet manchmal, zumal Englisch nicht seine Muttersprache ist, ein bisschen diffus daher. Aber sich darüber lustig zu machen, muss doch nicht sein. 99.99% of the predictions that human being had in the history about the future, all wrong. Including that one? Oh yeah. Only, you know, the 0.00% of the prediction are right. They're right because by accident. Yeah, but it's also true that 80% of statistics are false. Yeah. So my meaning is cold room. Come on, guys. That was a joke.
Auch die These, dass wir Menschen niemals einen neuen Menschen mit künstlicher Intelligenz erschaffen könnten, der schlauer als das Original ist, rief nur Spott hervor beim Elon Musk. And according to the science, right, humans can never create another animal that is smarter than humans. Especially when you have so many smart people, it's impossible to make another smart people. I very much disagree with that. Okay. Yeah. That's good. Yeah. Yeah, my view is that computer may be clever, but human beings are much smarter. Yeah, definitely not. Musk lebt also offenbar getreu einer alten Berliner Volksweisheit. Bescheidenheit ist eine Zier. Aber weiter kommt man ohne ihr. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na, dass sich die Streithähne im Südwesten Deutschlands dann doch erfolgreich zusammenschließen konnten. Und zwar heute vor 70 Jahren wurde das Bundesland Baden-Württemberg ganz offiziell gegründet. Der Weg dorthin war kein leichter, ein ziemlich langer und auch erbitterter Streit ging dieser Vereinigung voraus. Dazu muss man wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg beherrschten die Besatzungsmächte die Gebiete Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern und Baden. Die Schwaben im Gebiet Württemberg-Baden liebäugelten seit längerer Zeit mit einer Vereinigung aller drei Landesgebiete. Mit der Unterstützung Amerikas dann forcierten sie ihr Vorhaben, doch Baden. Vor allem Nordbaden war von dieser Idee nicht besonders angetan. Trotz aller Streitigkeiten sollte es also zu einer Abstimmung im Volke kommen. Alle Parteien riefen zur Wahl auf. Denk auch du daran, in wenigen Tagen bei der Abstimmung über den Südweststaat. Geh zur Wahl und wähle richtig. Wähle Südweststaat. Es folgte am 9. Dezember 1951 endlich eine Volksabstimmung, die zu einem klaren Ergebnis führte, wie hier der Biograf Tobias Wörle in einer SWR-Dokumentation erklärt. Die beiden Abstimmungsbezirke Südwürttemberg-Hohenzollern und Nordwürttemberg haben mit sehr großer Mehrheit für den Südweststaat gestimmt. Südbaden hat, wie erwartet, mit sehr großer Mehrheit gegen den Südweststaat gestimmt. Das waren fast 63% haben sich gegen den Südweststaat ausgesprochen. Und Nordbaden war ganz knapp für den Südweststaat ausgegangen. Nun musste eine neue Regierung für das Land Baden-Württemberg gewählt werden. Heute, vor 70 Jahren, wurde überraschend Reinhold Meyer zum Sieger dieser Wahl erklärt. Reinhold Meyer, kein Held unserer, aber ein Held der damaligen Zeit. Unmittelbar nach seiner Wahl gab dieser Reinhold Meyer die Vereinigung der drei Bundesländer bekannt. Und wir sind froh, dass die drei Länder zueinander gefunden haben, denn sie schreiben seither gemeinsam eine Erfolgsgeschichte. Heute ist Bavü der größte Industriestandort in unserem Land. Hier gibt es nicht nur Porsche, Daimler, Bosch, sondern auch die Schraubenfabrik Wirth hat hier ihren Stammsitz. SAP, die Softwareschmiede, Lidl, der Einzelhandelskönig und IBM Deutschland. Baden-Württemberg ist nicht nur Spitzenreiter in Sachen Industrie allerdings, sondern hat im Laufe der Jahre auch eine Menge Spitzensportler hervorgebracht. Wie zum Beispiel diese Frau. Der Ball ist aus. Steffi Graf gewinnt ihr 21. Grand Slam Turnier. Freuen wir uns an den Bildern des Jubels. Steffi Graf ist bis heute unangefochten die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin aller Zeiten. Ihr Kollege Boris Becker, sein Name, auch aus Baden-Württemberg, hat eine ähnlich steile Karriere hingelegt. Gestartet war er als Bobbele. Ja, ich meine, es ist egal, ob es früher oder heute war, ich verliere sehr ungern. Wenn ich verliere, kann man mit mir 2 Stunden nicht reden. Hier kommen nicht nur Tennisspieler, sondern natürlich auch die großen Fußballtalente her. Jürgen Klinsmann zum Beispiel. Er trainierte die Mannschaft des 1. FC Bayern München und auch die Nationalmannschaft. Die richtigen Worte zu seinen Spielern hat er dabei stets gefunden, wie hier in der berühmten Kabinenansprache bei der WM 2006. Es geht darum, zuzubeißen.
Deswegen haben wir unseren Capitano. Du machst das Ding dazu, mit Pferd daneben. Und da ist dicht, da kommt gar keiner. Hier, kommt keiner hier durch. Die sind absolut fällig. Okay? Na gut, einen Nachteil hat Baden-Württemberg schon. Es liegt nicht am Meer. Aber dafür singen die Fantastischen Vier, aus Stuttgart kommend, von einem Tag am Meer. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Es gibt nichts zu verbessern, nichts, was noch besser wäre, außer dir im Jetzt und hier und dem Tag am Meer.